Ja, so war das damals. Das Erste, was passierte, ist, dass der Kraftstoff ausgegangen ist. Natürlich hatten wir vorher gemerkt, dass das Fahrzeug ziemlich viel Wasser benötigte, aber es gab überall in den Dörfern Dorfbrunnen, es gab Wasserläufe entlang der Wege, die man gefahren hat. Es gab ja noch keinerlei Wegweisung. Werder Benz hat